Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Mit David Gehengärten. Und in dieser Folge erwartet euch... Also, wenn du dich wirklich von heute auf morgen in den Bereich VR irgendwie einkaufen möchtest, dann kostet es dich ungefähr 1.500 Euro. Hab seit 2015 das erste Mal Kontakt mit Virtual Reality gehabt auf der Gamescom. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, es wird eine Folge mit ganz vielen Anglizismen. Und das ist halt dieses Roomscale, sprich die erste Vorstufe zum Holodeck von Raumschiff Enterprise. Genau. Das alles und mehr, jetzt in Ausgang. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ja, genau. Wir haben heute keine große Anmoderation vorbereitet. Richtig, genau. Es muss auch mal spontan sein. Und damit herzlich willkommen zu Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Yes. Heute wieder mit dem Toni. Und Sebastian. Und unserem Gast, ein Star natürlich. Wie immer, wir haben nur Stars, die in unserer Sendung sind. Und zwar, oh Gott, einmal falsch machen. David Gehengärten. Gärten. Alexander Gärten. Oh. Gärten. Ich habe mich so darauf konzentriert, den zweiten Namen nicht zu sagen. David Hildegard. Hildegard, ja. So, jetzt wissen es alle. Nein, ist er natürlich nicht. Wir sind hier nur, ich hab geguckt, dass wir die Anonymität wahren. Magst du dich kurz mal erzählen? Also, wir haben dich ja eingeladen aus einem ganz bestimmten Grund. Du bist auch ein Nerd. Ein bisschen, ja. Geek? Wo würdest du dich einordnen? Eher Nerd. Weniger Geek. Okay. Und wir haben dich eingeladen, weil wir mit dir über ein Thema sprechen wollen, das immer wieder mal in den Medien im Gespräch ist und am Ende des Tages, glaube ich, aber die wenigsten es tatsächlich schon ausprobiert haben und es trotzdem, wie man so schön sagt, the next big thing sein könnte. Der neueste Shit. Richtig, der neueste Shit in ihrem Internet. Explicit übrigens. die Rede ist von Virtual Reality. Das sind diese Brillen, die man sich aufsetzen kann. Und dann kommt es aber sicherlich auch darauf an, was genau man für ein Endgerät sich vorhält, um sagen zu können, was es eigentlich ist. Also was ist, fangen wir ganz am Anfang an, bevor wir von irgendwelchen Brillen reden oder Geräten, die man sich vors Auge pflastert, was ist virtuelle Realität? Virtuelle Realität ist eigentlich ein Fachbegriff für alles, was, sozusagen, nicht in der wirklichen Realität stattfindet. Also alles, was einfach vom Computer generiert wird. Zum Beispiel Computerspiele sind schon immer sozusagen Virtual Reality gewesen. Es sind schon immer virtuelle Realitäten gewesen. Der Unterschied jetzt nur an diesem Virtual Reality ist, dass du selbst Teil davon bist. Während du früher immer beim normalen Computerspiel Avatar gesteuert hast, also nicht dich selbst, bist du jetzt sozusagen selber Teil in dieser virtuellen Realität. Was virtuelle Realität ist, wird ganz interessant, also wird ganz eindeutig, wenn du es mit der anderen Technologie vergleichst, die Augmented Reality heißt. Und da geht es darum, dass das eine neue Technologie ist, die virtuelle Dinge in die aktuelle wirkliche Realität rein projiziert. Ich glaube, da habe ich mal von Microsoft heißt die HoloLens? Ja, genau, die HoloLens, ja. Die, wo man sogar praktisch zeigen wollte, dass man, wenn man ein Waschbecken, ich glaube, das Abflussrohr verstopft oder sowas, wenn das verstopft ist, wie man sich rein projizieren lassen kann, wie man das Rohr reparieren muss, damit das funktioniert. Und da wurde auf einmal virtuelle Realität oder Augmented Reality ist es dann ja in dem Moment sehr interessant, oder wie Möbel aussehen könnten, genau, wenn sie bei einem im Raum stehen würden. Also wenn ich mir jetzt das Bett kaufe, passt das überhaupt und gefällt mir das überhaupt so, wie es dann im Raum stehen würde, wenn ich es kaufen würde. Genau. Also es wird so rein projiziert tatsächlich. Und der Unterschied zwischen virtueller Realität und dieser Augmented Realität ist halt, Augmented ist mit der Wirklichkeit noch irgendwie verbunden und virtuelle Realität ist rein fiktiv. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Beispiel des Wohnzimmers, wo du Möbel reinstellen möchtest. Bei AR, Augmented Reality, ist es so, dass du wirklich in deinem Wohnzimmer stehst, du hast ein Gerät, zum Beispiel dein iPad oder dein iPhone, und da hast du dann ein Programm laufen, was dann in Echtzeit dieses Möbelstück auf dem Bildschirm natürlich nur, nicht in der Wirklichkeit, halt in diesen Raum reinstellt. Das heißt, du kannst also dann wirklich durch dein Büro oder dein Wohnzimmer laufen und sagen, okay, wo soll der Tisch hin? Okay, hier will ich ihn hinstellen. Wenn du das in Virtual Reality machen würdest, würdest du halt eine Brille aufziehen und du würdest in einem virtuellen Nachbau deines Wohnzimmers halt die Dinge verschieben können. Das, was du erzählt hast, die Microsoft HoloLens, ist so eine Mischung aus beiden. Es gibt nämlich auch noch die Vermischung von Virtual Reality und
Augmented Reality und das nennt sich dann Mixed Reality. Also, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, es wird eine Folge mit ganz vielen Anglizismen. Ach, da muss mich doch nicht für entschuldigen. Die Leute, die schon virtuelle Realität oder Virtual Reality gelesen haben, die werden schon wissen, worauf sie sich einlassen. Damit kommen wir aber auch direkt schon zu dir. Du steckst ja mittendrin. Warum steckst du mittendrin? Eigentlich ein bisschen aus Zufall. Einerseits, weil es mein Job ist, weil ich Technikjournalist bin. Und andererseits, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mit einer der ersten, ja nicht mit einer der ersten, aber zumindest ein recht früher Zuschauer und Begleiter dieses Themas bin. Hab seit 2015 das erste Mal Kontakt mit Virtual Reality gehabt auf der Gamescom. Und seitdem, ja, begleite ich das. Hat sich gepackt. Ja, also es ist eine wunderbar interessante Technologie, einfach weil es was ganz Neues ist in diesem Bereich der Computertechnologie, gerade aus dem Gaming kommt, aber es ist auch noch viel, viel mehr. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich so daran interessiert, zu sagen, okay, es ist jetzt nicht nur das Gaming, was ich auch sehr gerne, sehr schätze, aber man kann damit noch viel, viel mehr machen, was aktuell auch gar nicht so, was die Leute gar nicht so begreifen, wie groß das eigentlich sein könnte. Ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf. So Faktencheck, Realitätscheck, wie viel virtuelle Realitätsgeschichten hast du denn zu Hause dann tatsächlich selbst? Jetzt kommt es wahrscheinlich null. Ja, gar keine. Ganz ehrlich ist. Was aber auch oftmals damit zu tun hat, das ist vielleicht einer der Probleme, die ich jetzt schon vorwegnehmen kann, die diese Technologie noch hat. Sie ist A, sehr teuer und sie ist B, sehr eingeschränkt, was ihre Nutzung angeht. Also es geht noch nicht mal darum, dass die Sachen, die man damit machen kann, sind sehr vielseitig. Nur ob ich es wirklich nutzen kann, hängt immer davon ab, habe ich die Technik dafür, habe ich den Platz dafür. Und ich muss auch im Nachhinein gestehen, dass es auch nicht immer ganz einfach ist. Also Virtual Reality ist aktuell noch extrem anstrengend. Das ist gerade für die Augen, die natürlich so Zentimeter von einem Display entfernt sind, das ist schwierig, das auf längere Zeit zu halten. Deswegen ich zum Beispiel auch gesagt habe, ich benutze noch keine Brille, einfach weil ich damit zu Hause, wenn ich das machen würde, würde ich gerne darunter sein. Und dann komme ich oftmals in die Bedrängnis, dass einfach die Technik noch ein bisschen zu anstrengend ist für mich selber, weswegen ich noch gerne warten möchte, bis ich das dann in Zukunft, ja, mich denen komplett hingeben kann. Klingt schon nach einem sehr, sehr erwachsenen Nutzungsverhalten von so einem neuen Geek-Spielzeug, muss ich sagen, so mit Abstand. Ich habe ja selbst, es gibt immer wieder mal Stände, wo man sowas ausprobieren kann und sich angucken kann. Die Gamescom, sicherlich auch noch gleich ein Thema. Genau. Das Einzige davon, ich war auf der Republika und da hat Google natürlich entsprechend mit ihrem Pixel-Smartphone und den, ich weiß gar nicht, wie diese Brillenaufsätze heißen, aber wo man halt ein Smartphone letztendlich in eine Brillenfassung tut und dann auch sich damit bewegen kann, entsprechend noch mit so einer Fernbedienung sogar noch Steuerelemente steuern kann. Das wirkte aber alles auch noch so ein bisschen pixelig. Auf der anderen Seite habe ich im Fernsehen auch schon gesehen, dass es da so virtuelle Realitäten gibt, wo Kameras dich im Szeneriefeld beobachten, deine Bewegungen wahrnehmen und dann offensichtlich wohl das in diese virtuelle Realität reinprojizieren. Es gibt also verschiedene Arten von Virtualität. Wo unterscheidet man da? Was sind das? Ist das, gibt's da so eine Grenze? Gibt's da Fachbegriffe für? Oder wo sind die Unterschiede hinterher auch im Bewegen in dieser Welt? Man unterscheidet einmal anhand der Brillen, was für eine Technologie in den Brillen vorkommt, und man unterscheidet dann nochmal mehr, wenn es um das Room-Scale-System geht. Da komme ich gleich noch drauf. Erstmal die Brillen an sich. Es gibt so 2,5 verschiedene Arten von VR-Brillen. 2,5. Die unterste Stufe, die 0,5, das ist das, was du erlebt hattest. Das ist ein Handy einfach, ein modernes Smartphone mit so einem... Eine Brillenhalterung. Genau, eine Brillenhalterung, die kann aus... Für Google hat zum Beispiel Cardboard VR angeboten. Das war halt einfach wirklich so eine zusammenfaltbare Pappkonstruktion, wo du das Pixel reinlegen konntest. Es gibt das ein bisschen teurer von Samsung. Und... Mach einfach weiter. Ich gehe mal kurz das Fenster zumachen. Denn der Rewe, von dem ich eben gesagt habe, der hat sich heute Abend noch gar nicht gemeldet. Räumt gerade das Lager um. Herzlich willkommen in der Realität. Genau, bitte schneiden, weiter geht's. Also, es gibt 0,5, das 0,5 ist das Google-Card-Ding aus der Pappkarte, wo man ein Smartphone einfach reinschiebt. Genau.
Gut, das ist also die erste Vorstufe zur das erste Tor zur virtuellen Realität, Handmade, Homemade. Genau, genau. Es gibt dann die etwas teurere Variante, wie zum Beispiel die Gear VR von Samsung. Da hast du dann auch ein richtiges Gestell für, du hast richtige Halterungen am Kopf dafür. Bei der Gear VR ist zum Beispiel so, da hast du sogar einen richtigen Controller, so einen kleinen dafür. Das heißt, du hast da immer noch ein Smartphone, immer noch ein Display, das eigentlich nicht dafür gemacht ist, weil es ja auch eigentlich nur dafür da ist, um Inhalte von deinem Handy abzuspielen, sondern es ist halt aber trotzdem in der Lage, diese Inhalte darzustellen. So die Top-Klasse von VR-Brillen sind dann sowas wie die HTC Vive oder die Oculus Rift oder die PlayStation VR auch noch im Teil. Die sind also Brillen, die wirklich nur dafür gedacht sind, dass man dort VR-Inhalte konsumieren kann und dass man sie auch sie wirklich nur dafür benutzt. Es gibt keine anderen Verwendungszwecke. Sie kommen mit speziellen Halterungen, zum Beispiel so ein Strap-on hinterm Kopf und so weiter. Damit es auch angenehmer zum Tragen ist. Genau, genau, genau. Mit solchen extra Ablageflächen unter den Augen, damit es nicht ganz so warm wird. Und die Displays sind auch ein bisschen besser. Teilweise kommen sie dann auch mit inneren Sensoren. Das heißt, dass sie die Position der Brille im Raum nachvollziehen können. Mhm. Dass sie auch die Position der Brille selbst nachvollziehen können. Und teilweise, fast alle kommen eigentlich auch mit speziellen Controllern. Also, dass du dann solche Controller hast, mit denen du dann in der virtuellen Realität interagieren kannst. Das ist also schon die höhere Klasse. Die HTC Vive, von der ich jetzt gerade geredet habe, unterscheidet sich nochmal, und zwar durch dieses Room Scale, was ich gerade gesagt hatte. Die Oculus Rift hat das mittlerweile auch, muss ich gestehen. Das bedeutet einfach nur, dass du zusätzlich zu deiner VR-Brille auch noch Kameras in deinem Zimmer anbringen musst. Zwei Kameras, die in einem speziellen Winkel den Raum erfassen, und dort drin hast du dann spielst du nicht nur einfach in der virtuellen Realität, sondern du hast auch ein Spielfeld. Mhm. Vorher war es so, wenn du einfach nur eine Brille auf dem Kopf hast, das heißt, du bist eigentlich immer sehr, ne, du hast auf deinem Platz, du sitzt irgendwo und dann drehst du den Kopf und dann dreht sich das Spiel sozusagen mit. Wenn du dann ein Spielfeld hast, kannst du dich auch in diesem Spielfeld bewegen. Sprich also, du könntest in einem Raum rumlaufen und dann läufst du auch im Spiel rum. Und das ist halt dieses Room Scale, sprich die erste Vorstufe zum Holodeck von Raumschiff Enterprise, heißt nur mit Brille. Genau, genau. Also es entstehen noch keine Gegenstände, aber theoretisch, wenn man das Spielfeld groß genug macht, könnte man vielleicht sogar noch vorgaukeln, dass der Raum endlich groß ist, nur dass sich die Brille steuert, dass du dich trotzdem immer in den gleichen 10 Quadratmetern bewegst. Ja, ja, ja. Aufgrund geschickter Raumsimulation. Ja. Letztendlich. Ich denke immer so ganz nach, wäre es was für zu Hause und so. Aber wenn ich höre, mit Kameras positionieren, bestimmter Winkel, Abstand, ist das ganz einfach? Also sagen die Systeme so, jetzt bitte noch ein Stück nach vorne, links, rechts, oder braucht man dafür einen Ingenieur, der vorbeikommt und wie die Markise, die draußen angebracht werden muss und zum Sonnenstand den richtigen Winkel haben soll, der einem das einrichtet? Man kann es schon selber machen. Mhm. Oh, das klingt, aber dann wird's aber scheiße. Genau so fangen Sätze doch an. Es ist, man sollte sich vorher ein bisschen informieren, was man haben möchte. Wenn man wirklich so eine komplette VR-Erfahrung haben möchte heute, dann braucht man einfach den Platz dafür. Das heißt, du musst vorher wissen, okay, wo passt es? Zum Beispiel bei der HTC Vive brauchst du die Sensoren dürfen nicht in einem größeren Abstand voneinander als 5 Meter sein. Mhm. Sie müssen schräg voneinander angebracht werden. Das heißt, du brauchst halt eine diagonale Linie, die nicht den Raum besser räumlich erfassen kann wahrscheinlich. Genau, genau. Mhm. Und du darfst halt sie aber nicht mehr als 5 Meter auseinander haben. Du darfst sie aber auch nicht kleiner als 1 Meter zusammenstehen haben, weil es dann nicht funktioniert, weil sie sich dann zu sehr gegenseitig ein bisschen das Leben schwer machen. Sprich also, du brauchst eigentlich einen quadratischen Platz irgendwo, ein Wohnzimmer, wo du es machen könntest. Ja. So, und dann hat man da alles stehen, hat dann halt wie viel Geld ausgegeben dafür? Die Brille kostet, HTC Vive ist die teuerste, kostet im Moment so um die 600. Mhm. Und dann so 2 Kameras und dann braucht man wahrscheinlich noch eine PlayStation, Computer, irgendwann muss das Ganze ja generieren. Das macht die Brille in dem Fall nicht selber, also bei der Smartphone-Geschichte ja das Smartphone die Rechenoperation übernimmt, brauchst du dann ja für so größere Installationen einen Computer oder die PlayStation dafür.
Genau, genau. Also die PlayStation VR funktioniert ausschließlich mit der PlayStation, okay, und die von Oculus Rift, die Oculus Rift und die HTC Vive mit dem Rechner. Und dann musst du nochmal, keine Ahnung, 1000 Euro für einen Gaming-PC, weil es braucht wie jeder normale Gaming-PC auch eine gute Grafikkarte. Das wird halt alles in den Rechner angeschlossen. Also wenn du dich wirklich von heute auf morgen in den Bereich VR irgendwie einkaufen möchtest, dann kostet es sich ungefähr 1500 Euro. Gut. Dann habe ich das System endlich gekauft und jetzt war aber ein bisschen, was kann ich dafür machen? Jetzt habe ich hier gerade mit dem Negativen angefangen, aber das, nämlich, das kostet Geld. Was? Geld? Um Gottes Willen. Das gibt's in der Stadtbibliothek zum Ausleihen. Was kann ich denn damit machen eigentlich zu Hause heutzutage? Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Spiele, Anwendungen? Was gibt's da schon was im Home-Bereich, sage ich mal, im Home-Entertainment-Bereich? Ja, auf jeden Fall. Spiele sind, glaube ich, das größte Gebiet aktuell noch, weil auch daher die Technologie so ein bisschen stammt. Deswegen haben auch viele Leute davor gesagt, da machen wir Spiele für. Das heißt, du hast noch nicht riesig viele Spiele, aber du hast schon sehr viele Spiele, die zumindest VR unterstützen. Auch hier zum Beispiel gibt es wieder Abstufungen. Es gibt Spiele, die ermöglichen es dir einfach nur, dass du mit VR die Kamera steuerst. Also das heißt, dass du dann, wenn du deinen Kopf bewegst, auch die Kamera steuerst. Zum Beispiel wenn 3D Pac-Man. Ja, nicht ganz so, aber es gibt zum Beispiel solche Raumschiff-Simulationen, wo du dann halt in einem Flieger sitzt. Und das macht ja auch Sinn. Ich meine, im Raumschiff oder im heutigen Kampfjet würdest du zum Beispiel auch nicht dich bewegen, sondern du sitzt halt einfach und du kannst aber durchs Gucken mit der Virtual Reality-Brille kannst du sozusagen schauen, wo du in deinem kleinen Kampfjet hinschaust. Mhm. Es gibt auch Spiele, die sind ambitionierter und die möchten gerne, dass du zum Beispiel wirklich durch eine Welt läufst. So ein Spiel wie zum Beispiel Fallout oder Skyrim kriegen auch VR-Ableger und dann steuerst du sozusagen deinen Charakter. Ich weiß nicht, die Spiele sehr, sagen die euch was? Ich habe von denen gehört, ja. Es sind halt große Rollenspiele, einmal in der Zukunft, einmal in so einem Fantasy-Mittelalter-Setting. So was wie Final Fantasy oder so? Also kann man sich das so vorstellen? Oh mein Gott, da ist der Experte. Also die Fußnägel rollen sich schon. Also es ist etwas anderes Kampfsystem und so, aber es ist grundsätzlich... Gefährliches Halbwissen. Ja. Alles gut, alles gut. Es ist halt aber dann so, dass man zum Beispiel dort dann in diesen großen Welten wirklich rumläuft und wirklich auch seine Bewegung steuert nicht nur und halt auch das, wo man hinguckt, wo man hinschießt und so weiter. Das heißt also, da kann man dann wirklich alles beeinflussen in der virtuellen Realität. Abseits der Spiele gibt es auch schon viele Sachen. Das sind aber meistens immer irgendwelche Art Kinofilme. Zum Beispiel Telekom bietet so 360-Grad Schauerlebnisse an von irgendwelchen Konzerten. Da kann man sich natürlich eine Virtual Reality Brille aufsetzen und kann dann halt umhergucken, wo auch immer die Kamera aufgebaut ist auf der Bühne, sieht man dann die Band, man sieht die Fans. Ja. Das geht natürlich auch. Man kann auch Filme so gucken. Zum Beispiel, wenn irgendjemand halt mit so einer 360-Grad-Kamera irgendwo auf den Berg gestiegen ist, kann man dann auch mit ihm auf diesen Berg steigen und sich dann umgucken. Abseits davon gibt es noch so Business-Anwendungen. Die werden dann aber schon ein bisschen abgespaceder als das, was ich jetzt hier gesagt habe. Das heißt, die nächste Zukunftsanforderung, also früher, wenn ich auf Spieleverpackungen geguckt habe, dann stand da ja Anforderungen, Computer mit so und so viel Gigahertz und Arbeitsspeicher und die Anforderungen für die neuen Spiele für VR sind dann, die Kameras müssen mindestens 4,50 Meter auseinanderstehen und setzen 5 Quadratmeter Platz in der Wohnung voraus, um das Spiel anständig spielen zu können. Ja, nein, eigentlich nicht. Wenn da was draufsteht, für welches VR-System es ist, dann kann man immer das auch wahrnehmen, was das VR-System hergibt. Sprich, also wenn du einfach keinen Platz hast dafür und ja trotzdem eine HTC Vive gekauft hast, dann kannst du halt nur, ne, sozusagen sitzen bleiben und dann spielen. Achterbahn gucken. Genau, Achterbahn gucken. Das berühmte Achterbahn-Ding. Wo Mutti auf dem Stuhl sitzt und dann ganz laut schreien. Richtig, genau. Mit auf der Gamescom ist. Ist schön, dass jeder dieses Video irgendwie kennt, mit der Frau, die da fast vor Angst im Stuhl zusammenrutscht, ja, mit der Achterbahn, ja. Ja, Gamescom, du hast es jetzt schon, ich hab's auch schon mal gesagt, du hast auch gesagt, es war dieses Jahr zufällig wieder Gamescom im Jahr 2017. War das da der große Durchbruch tatsächlich? Man hat da viel von gehört oder ist das immer noch so ein Nischenprodukt VR? Spannend ist es
vor allem gewesen dieses Jahr, dass die VR letztes Jahr total das große Hype-Thema war. Da war VR an jeder Ecke. Mhm. Da muss man auch sagen, dass 2016 alle VR-Systeme vorgestellt wurden. HTC Vive, mhm. Oculus ist da in einer kommerziellen Version schon rausgekommen und die PlayStation VR kam raus. 2017, ja, nicht mehr so sehr. 2017 war VR zwar immer noch da, aber es fiel schon sehr viel mehr unter den Tisch. Also es war da, aber man hatte in diesem einen Jahr gemerkt, dass VR aktuell so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Mhm. Dementsprechend auf der Gamescom war es da. Es gab auch wie immer, Samsung zum Beispiel war mit ihrem Roller Coaster VR dabei. Das, was du erzählt hattest, genau, dass da Leute halt wirklich mit so einer Brille auf so einer hydraulischen Hebebühne sitzen, die sich dann so bewegt, wie die Achterbahn, die da simuliert wird. HTC war da und hat das überall ihre Sachen irgendwie vorgestellt und so, aber es war nicht mehr das große Hype-Thema. Okay, was glaubst du, woran liegt das? Ist es zu teuer oder fehlt noch so ein Schlüssel zum Massenmarkt? Einerseits, also es gibt drei Aspekte, glaube ich. Nummer eins ist die Hardware. Jeder, der schon mal eine VR-Brille aufhatte, weiß, dass es extrem anstrengend ist. Nicht nur, weil man mit den Augen natürlich so nah vom Display hängt, sondern auch, weil zum Beispiel viele Brillen einen ordentlichen Strang an Kabel über den Kopf, hinten halt über den Rücken in den PC führt. Was dann effektiv dazu führt, dass man, wenn man spielt und wenn sich ein bisschen im Raum bewegt, Gefahr läuft, über die scheiß Kabel zu stolpern, was natürlich nicht so schön ist. Auch ist das noch nicht wirklich vom Tragekomfort hundertprozentig angenehm, man muss da noch viel rumfummeln. Nummer zwei ist aber die Software. Und das ist wahrscheinlich sogar das größere Problem. Es gibt keine Anwendung, kein Spiel, wo man sagt, dafür brauchst du VR. Wenn man zum Beispiel aus dieser Konsolenbereich geht und sagt so, okay, es gibt jetzt eine neue Konsole, dann hat die immer wunderbare Grafik, neues Spielgefühl, ganz viele Gimmicks. Und alle sagen, jo, das ist super spannend. Aber zum Beispiel im VR-Bereich gab es das gar nicht. Es gab keine Fachterminus Killer-App. Mhm. Also keine Anwendung, die in irgendeiner Weise Nutzer dahin gebracht hat, das zu kaufen. Und das ist wahrscheinlich sogar das größte Problem. Viele Leute wissen zwar, es gibt VR, es ist eine nette Spielerei, aber das Spiel, das sie dazu bringt, VR zu kaufen, das gibt's noch nicht. Und das versuchen im Moment alle zu bekommen, weil das natürlich ein so ein wäre der Markt durchbrechende, das ja. Markt durchbrechende, also GTA 6. Genau, GTA 6, VR. Auf VR, das wäre wahrscheinlich so. Das fände ich cool, das würde ich auch spielen. So, ich glaube, wir haben gerade, wenn ich noch nicht selber auf die Idee gekommen sind, dann Und ich bin kein großartiger Videogamer, muss ich sagen, von daher. Und wenn dann so Jump and Run, eine kleinere Welt ist, man hat ja zuletzt Riesenwelten gehabt, aus denen man gefühlt die gar kein Ende kennt. Also die keine Grenzen kennt und wo alles möglich ist. Und selbst wenn die kleiner wäre, ich glaube tatsächlich, das könnte das Ding sein, wo wahrscheinlich viele auch sagen, jetzt das möchte ich haben. Oder wo vielleicht sogar Leute zu Hause sich zum Gamen wieder treffen und sich das gemeinsam ansehen. Ne? Ja. Wie sieht das aus? Kann ich denn, auf Messeständen sieht man das immer, aber es ist auch realistisch für zu Hause, dass ich gleichzeitig den Fernseher parallel anschließe, sodass Freunde gucken können, was eigentlich derjenige da gerade in der Brille sieht, oder ist das eine reine Messegeschichte? Weil gerade dieses gemeinsame Spielerlebnis oder dass zumindest Freunde drumherum sitzen, ist ja heute auch so. Der eine hat den Controller und die anderen gucken nur zu, aber fiebern ja irgendwie dann doch mit, wenn man es noch persönlich macht und nicht online. Und das könnte ja gerade bei diesem VR-Effekt ja nochmal eine sehr wichtige Rolle spielen, weil so ein System kann sich jetzt auch nicht jeder mal eben ins Wohnzimmer stellen. Gibt es die Möglichkeit, einen Fernseher parallel anzuschließen an so ein VR-System? Ja, auf jeden Fall. Du musst dir das so vorstellen, die VR-Brille, das Headset ist am PC angeschlossen. Das heißt, du startest Applikationen, Spiele, Anwendungen alle vom PC aus. Das heißt, du kannst es natürlich auch von der VR-Brille aus machen, aber geschieht dann alles über den PC. Sprich also, die Bilder der VR-Brille, die der Spieler in der Brille sieht, werden auch auf dem PC gespiegelt. Klar, man kann dann sozusagen als PC-Benutzer was anderes machen in der Zeit, während er spielt. Man muss dieses Programm nicht offen haben. Jeder kennt das von uns. Mhm. Kann auch mal mit Alt-Tabulator-Taste raustappen, irgendwo anders hin was anderes machen. Aber das geht auch. Und man kann es auch sagen, okay, das geht jetzt auf den großen Bildschirm. Wenn man halt einfach die richtige Technik dafür hat auf dem Rechner, kann man auch dann
auf einer Party die Leute dann dabei zugucken, zum Beispiel wie sie ein Horrorspiel spielen. Das ist natürlich ziemlich gemein, boah, aber wahrscheinlich ziemlich lustig. Boah, Horrorspiel stelle ich mir auch gerade richtig übel vor. Wenn man sich mal überlegt, das ist ja sowieso sehr, sehr einnimmt und direkt wirken soll, was wir angeht. Und dann ein Horrorspiel, da schläft man auch nachts gar nicht mehr. Ja, das ist, also ich... Hast du sowas schon ausprobiert? Nein. Doch, ich hatte mal sowas teilweise und ich musste mich halt, mir hilft es dann extrem zu sagen, okay, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Ich bin auch jemand, der extrem anfällig darauf wäre, weil ich auch nicht gut Horrorspiele spielen kann. Aber es ist extrem schwierig, weil du natürlich, wenn du dir das nicht immer klar machst, dass das nur ein Spiel ist, dass das gerade, dass die dir nichts können, sozusagen, was da auch immer kommt. Das ist natürlich, du hast das Gefühl, okay, die laufen auf dich zu und du kommst nicht weg, weil du teilweise natürlich diesen Fluchtreflex als Mensch hast und das geht natürlich bei so einer Brille nicht. Sprich, also das kann teilweise wirklich, wenn du da jemanden reinsteckst, der das nicht weiß, was da auf ihn zukommt, kannst du ihn wahrscheinlich schon ordentlichen Schrecken einjagen. Wow, unheimlich. Bisschen, ja. Ja, kann ich mir zumindest ich merke schon. Ist nichts für zu Hause offensichtlich. Also nee. Nichts für Räume mit wenig Platz. Das offensichtlich ja sowieso. Höre aber weiter als 5 Meter auseinander geht das sowieso nicht. Stimmt. Wegen den Kameras. Aber ich meine für Leute, die sich gerne... Die einen Palast haben, Köln-Hahnwald oder... Es darf ja auch nicht zu groß sein. Du musst ja dann auch theoretisch noch die Wände und so weiter finden, wo es dran schraubst. Also es darf auch nicht zu groß sein. Das Problem hatte ich im Wohnzimmer, wo ich das gemacht habe, weil es der einzige Raum war, der so groß war, musste ich dann eine Befestigung mitten im Raum aufbauen, halt so mit Fixierung oben und unten, damit ich die zweite Kamera schön angebracht bekommen habe. Das ist natürlich auch mal doof. Deswegen, also was du meintest, man braucht dafür keinen Techniker, aber man muss sich schon vorher wirklich gut Gedanken machen, wie man das aufbauen möchte. Weil das sonst klappt das nicht. Aber was ich noch sagen wollte, dieses Schockmoment, das kann natürlich für dich, wenn du sagst, na komm, die ganzen Horrorspiele sind doch langweilig. Wenn man dann so ein Spiel extra so spielt mit sowas, das ist schon, da kann man sich schon richtig schön gruseln. Vor allem, wenn alles dunkel ist und so. Kopfhörer auf. Oh Gott. Dafür könnte ich mir aber auch im Gegensatz vorstellen, wir reden jetzt hier von Spielen. Aber so ein Wellness-Ding, also mal angenommen, ich habe selbst im Raum stehende Hängematte und leg dann halt das Hawaii, die Hawaii-Version ein oder sowas mit Strand, Meeresrauschen und Sonnenstrahlen. Dann lege ich mich in meine Hängematte und wenn ich halt mich virtuell rumsehe, dann habe ich halt da Hawaii, Strand, Meer, Kokosnüsse, was auch immer ich mir da vorstelle und könnte mich natürlich auch prima entspannen als Kontrastprogramm. Definitiv. Und über die Pornoindustrie haben wir noch gar nicht gesprochen. Da habe ich schon mal einen interessanten Beitrag zugehört im Podcast. Oh, magst du auspacken, wäre der falsche Begriff, aber magst du vielleicht mehr dazu sagen? Genau, ich werde jetzt hier vom Leder ziehen. Das war bei D-Radio Wissen. Deutschlandfunk Nova ja jetzt mittlerweile. Eine Stunde Liebe kann man wahrscheinlich auch immer noch nachhören, die haben ja ihre Beiträge lange drin. Da hat eine Redakteurin das getestet. Und also da wird nicht interagiert mit jemandem, sondern du kannst halt irgendwie einem Paar dabei zusehen, wie sie halt sexuelle Handlungen vornehmen, wo auch immer und wie auch immer. Also das geht wohl. Man kann auch an diverse andere Sachen machen. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, das ist schon eine ganze Weile her. Aber du kannst auf jeden Fall das Erlebnis miterleben sozusagen, ein Stück weit zumindest. Und es gibt ja auch online so eine Plattform, wo sich Menschen als virtueller Mensch sozusagen dann treffen können. Okay. Fremde habe ich heute noch gesehen in einem Beitrag. Da ging es um sexuelle Belästigung allerdings. Also eine Frau hat diese virtuelle Reality-Geschichte gemacht im Internet, irgendwie auf einer Plattform, wo andere Leute sich eben auch treffen. Ich habe vergessen, wie die heißt. Auf jeden Fall wurde sie dann virtuell betatscht von jemandem und dann haben sie halt analysiert, ob das rechtlich Konsequenzen haben könnte oder nicht, weil das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum und so. Also ja ging es mehr darum. Ne? Ich frage mich gerade, ob eigentlich Second Life dann der Vorreiter für diese virtuelle Realitätsräume dann. Ja, ein Stück weit bestimmt. Also ich meine, ich wundere mich, dass World of Warcraft noch nicht in die virtuelle Realität gerutscht ist, wenn es das vielleicht doch schon ist, keine Ahnung. Weil man dann wahrscheinlich wirklich Gefahr läuft, dass man diese Menschen nie wieder sieht. Also World of Warcraft ist ja so schon gefährlich,
also was heißt gefährlich nicht so schlimm, aber nein, es gibt ja viele Leute, die da tatsächlich ihr Leben relativ stark nach ausrichten. Und dann mit einer virtuellen Realität könnte das wahrscheinlich diesen Effekt noch einmal verstärken. Ja, sicher. Dieser Mix aus Internet und Spiel und so weiter, der ist ja schon seit Jahren, existiert er ja schon. Und es gibt ja genug Beispiele, dass eben Leute ihre komplette ihren kompletten sozialen Halt verlieren, weil sie eben nur noch in so einem Spiel irgendwie sich aufhalten, ne? Den ganzen Tag, also sich nicht mehr waschen tagelang, ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, weil sie gar nichts anderes mehr sehen. Und das VR-Thema, also die virtuelle Realität ist ja nicht von gestern und nicht von vor 5 Jahren, sondern die ist ja schon vor einigen Jahrzehnten entstanden. Nur hat jetzt gerade erst den Höhepunkt erreicht mit der Technik, ne? Mit der technischen Innovation. Weißt du da mehr? Naja, angefangen hat das Ganze ja schon mit Gemälden im 19. Jahrhundert. Die wurden in Panoramagröße gemalt und das ist schon so ein Vorläufer davon. Und dann hat sich das mit den Jahren halt immer weiter gesteigert. Und die NASA hat irgendwann die NASA hat irgendwann in den 80ern VR-Systeme Datenhandschuhe produziert. Und davor gab es aber auch schon ein paar Sachen, zum Beispiel ein Stereoskop, was 1838 entwickelt wurde, was schon dazu gedient hat, Bilder und Fotos 3D-mäßig wahrzunehmen. Also die Vorläufer sind ja schon sehr lange vor unserer Zeit gewesen, sage ich mal. Okay, aber nicht virtuell, sondern tatsächlich noch relativ plastisch. Da geht es darum, habe ich heute recherchiert. 3D-Eindruck zu erwecken. Ja, finde ich gut. Ja, aber das ist ja so ein, also es ist, kommt dann über diese ersten Innovationen bis zu VR, wie wir es jetzt heute kennen, ne, was unser Thema ist. Und ich hatte früher, weiß ich selber noch, so eine Brille zum Aufsetzen und da konnte man so runde Pappkarten reinschieben. Mhm. Und da hast du mit einem Klick an der Seite, mit der Hand musstest du immer so einen Klick machen und dann konntest du halt ein anderes Bild sehen. Und das ist ja auch, ist ja auch so was Ähnliches sozusagen, ne? Nur nicht so weit entwickelt wie heute. Ja, die primitivere Form von Kinderversion. Hinein in eine neue Welt. Genau, ja. Die analoge Variante. Ja. Wir hatten das gerade so ein bisschen am Rande, und zwar das Thema Probleme von virtueller Realität. Wie sieht das eigentlich aus? Ich habe, glaube ich, auch einen Beitrag gesehen. Da war es Dunja Hayani, glaube ich, die das mal 24 Stunden ausprobiert hat. Aber da hieß es so, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, was man so lange macht. Das ist halt anstrengend. Was genau ist denn daran eigentlich so anstrengend? Weil eine Sonnenbrille kann ich auch den ganzen Tag aufhaben und laufe durch die Welt und ist, ist nicht anstrengend, außer dass es vielleicht nachts doch sehr, sehr dunkel ist. Ja, ich meine, ein Display vor der Nase ist halt was anderes als eine Sonnenbrille. Angefangen bei dem Problem, dass die Bildschirme einfach noch eine sehr niedrige Auflösung haben. Für unser Auge ist das eine niedrige Auflösung. Ich habe auch mal was gelesen, wo gesagt wurde, so wirklich, also unser Auge würde dann anfangen, dieses Bild als reell wahrzunehmen oder nicht als leicht pixelig, wie es aktuell ist, wenn wir so ungefähr 8K Auflösung haben. Wir befinden uns im Moment so bei 2K oder so, 4K habe ich jetzt auch letztens eine VR-Brille schon mal gesehen, aber so 8K, also nochmal das Doppelte, müsste schon sein, damit unser Auge langsam Probleme bekommt zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich ein Bildschirm ist oder die Realität. Problem Nummer 2 ist, wie jedes elektronische Gerät gibt natürlich auch so eine VR-Brille Wärme ab und das Display ist halt ein paar Zentimeter vor deiner Nase. Es ist ein geschlossener Raum. Es wird ziemlich warm. Wirklich ziemlich warm. Also du hast in den Auflageflächen, so über den Wangenknochen und so weiter, die werden ziemlich warm. Das komplette Augenbereich erhitzt sich sehr schnell. Je nachdem, was du für ein System hast, wird auch noch ein bisschen was anderes warm. Es gibt zum Beispiel Systeme, die trägst du auf dem Rücken, um halt autark zu sein, um nicht das Problem mit den Kabeln über dem Boden zu haben. Dann wird das auch warm. Also der Astronaut, ja. Genau, das ist einfach, man versucht dann noch ein bisschen dieses Problem mit den Kabeln zu umgehen, indem man vielleicht Leuten was hinten dran schraubt, oder man versucht es halt irgendwie zu umgehen, indem man Funkverbindungen mal herstellt, was aber dann bedeutet, dass du noch mehr Elektronik am Körper trägst, was dann wiederum für mehr Hitzeentwicklung sorgt. Naja, und abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht gut ist, so nah an so einem Bildschirm dran zu hocken. Ich meine, jeder, der von uns schon mal durchzockte Nächte hatte oder selbst hier irgendwie bei der Arbeit vor seinem Bildschirm, irgendwann werden einem die Augen sehr, sehr müde. Und du kriegst viereckige Augen. Genau das, ja. Ja, als Kontaktlinsenträger kann ich auch immer sagen, Bildschirme sorgen natürlich auch dafür, dass du
nicht genug blinzelst. Genau. Das macht die Augen trocken und das wiederum strengt an und kann Augenrötungen hervorrufen. Ja, und also blinzeln nicht vergessen. Nicht nur das, ne? Im Endeffekt ist es ja, wenn jemand, vielleicht kennt man das vom Scrollen, über den vom Bildschirm scrollen, ne? Manchmal kann man die Scrollbewegung nicht so schnell verarbeiten. Dann wird einem vielleicht schon mal schwindelig oder schlecht. Also ich meine, ich könnte das zum Beispiel ganz gut nachvollziehen. Und wenn du dich mit so einer Brille zumindest vom Kopf her in so einem Raum bewegst, dann ist die Bewegung ja vielleicht nicht immer sofort 100% übertragen, ne? Und vom Kopf zum Gerät oder umgekehrt. Und dann kann es ja mit Sicherheit auch zu Schwindelübelkeit und was weiß ich kommen. Auf jeden Fall. Also diese Motion Sickness, was du sagst, das ist ein Riesenproblem. Einfach, aber das ist zum Beispiel kein Problem der Kamera per se, sondern das ist ein Problem der Anwendung. Ja. Das ist ja diese Übelkeit bei diesen Bewegungen entsteht ja genau dann, wenn du wenn du etwas tust, wenn dein Gehirn wahrnimmt, okay, er sieht jetzt irgendeine Bewegung, aber du machst sie mit dem Körper nicht mit. Zum Beispiel, wenn du halt irgendwelche Spiele hast, wo du dich ganz ruckartig schnell bewegst, aber du sitzt auf deinem Stuhl, dann sagt dein Gehirn halt, Alter, hier stimmt was nicht. Und dadurch wird dir halt schlecht. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch das, was beim diesem Rollercoaster VR, bei diesem Achterbahn ist es gar nicht so schlimm, weil du bist eigentlich, die Bewegung ist, du sitzt irgendwo, maximal strahlt dir noch irgendjemand so ein bisschen Luft entgegen aufgebauten hydraulischen Bühne, aber das war's. Sprich, du bewegst dich nicht viel. Andererseits, wenn du jetzt natürlich irgendwie ein Weltraumspiel hast oder sogar so ein Rollenspiel, wo du dich selber bewegst, aber du bleibst stehen, das ist dann schon für viele Leute sehr anstrengend. Also zum Beispiel, wenn man dann wie so ein Kampfjet-Pilot versucht, um seine eigene Achse zu drehen, da wurde mir immer mal so leicht schlecht. Und halt bei diesen Rollenspielen, wenn du dich bewegst und halt gehst, aber du gehst nicht wirklich, das ist wiederum ein bisschen doof. Dann wird einem auch ganz natürlich sofort schlecht, weil der Körper sagt, das kann nicht richtig sein. Nicht. Genau, ja. Unter vielen Spielern und Journalisten eine berüchtigte Kiste ist Red Bull Air Racing, so ein sehr arkadiges Spiel, das sie auch eine VR-Sache für programmiert haben. Und ihr kennt ja das bestimmt das richtige Air Racing, wo da so waghalsige Typen und Mädels in so ganz kleinen Flugzeugen solche Manöver machen. Ja. Und jetzt das halt in VR, die sind genauso programmiert, dass sie genauso waghalsig und schnell aussehen. Mhm. Und da haben auch viele Journalisten, die es gespielt haben, gesagt, so, boah, da wird ja so schlecht. Wenn der Körper sich nicht mitbewegt, wenn das Ding plötzlich sich überschlägt oder sowas. Richtig. Also ein Bekannter von mir, der war so sensitiv dagegen, der hat das bei einem normalen Computerspiel, Playstation-Spiel gehabt. Ich weiß gar nicht, wir haben irgendwas Jump-and-Run-mäßiges gespielt und das ging ziemlich schnell und dann war dem plötzlich so schlecht davon, dass wir echt unterbrechen mussten, weil das ging gar nicht. Ne? Das ist also so heftig kann das tatsächlich sein, auch ohne, dass man die Brille auf hat und so weiter. Also ich werde, glaube ich, ziemlich anfällig für. Ich fürchte ich auch. Ich komme mit drehenden Geschichten auch in der Realität schon nicht so gut klar. Ja, manchmal habe ich für eine Sekunde, wenn ein Zug auch anfährt, und zwar nicht mein eigener, sondern der auf der anderen Seite, kriege ich auch für einen kurzen Augenblick dieses Gefühl, der Zug müsste jetzt eigentlich gerade die Schwerkraft in den Sitz drücken, aber es tut's nicht, weil nämlich nicht mein Zug sich in Bewegung setzt, sondern der andere, und das aber erst mit einem zweiten Blick überhaupt feststelle, ach, das bin gar nicht ich. Und für diesen Moment, wo ich nicht realisiere, dass es gar nicht mein Zug ist, der sich bewegt, sondern der andere, habe ich wahrscheinlich den ähnlichen Effekt, dieses Motion Sickness, passt ja auch an der Stelle tatsächlich, auch wenn es nicht virtuell ist, sondern real. Wenn so ein Fahrstuhl mit Druck anfährt, kenne ich das auch. Ja. Es ist aber auch zum Beispiel einfach ein Problem, was im Moment noch dem Stand der Technik geschuldet ist. Zukünftige VR-Systeme, die schlauer sind, die größer sind, die umfassender sind, könnten das beheben. Ich zum Beispiel war auf der Gamescom im wirklich sehr, sehr prototypmäßigen Stand, wo sie VR in einem, keine Ahnung, 5x5 Meter Raum angeboten haben, ohne Kabel. Das heißt also, du hast auch da wieder deine Sachen auf dem Rücken getragen und du warst größtenteils mit solchen Motion-Capturing-Anzügen ausgestattet. Und dann wiederum war VR überhaupt gar kein Problem. Weil klar, du hast deine Brille auf wieder, du hast deinen Rechner auf dem Rücken, du hast diese ganzen Motion-Capturing-Geschichten, aber du bewegst dich halt durch einen Raum, der ist wirklich groß. Und das war so eine wirklich intensive Erfahrung, einfach zu wissen, okay, wenn es gut gemacht ist, groß genug gemacht ist, dann vergisst du super schnell,
dass es virtuell ist und du hast auch keine Übelkeit. Klar, weil du kannst ja, ich bin durch diesen Raum teilweise gelaufen. Es war dann der Auftrag zum Beispiel, ich muss an den anderen Ende des Raumes gehen und einen Hebel umlegen, um dann wieder zurückzugehen zum Aufzug, wo der Rest stand. Und das heißt dann einfach, ich bin wirklich gefühlte 2-3 Meter durch diesen Raum gelaufen. Und dann kann man das Gehirn schon ziemlich einfach verarschen und sagen, Alter, ich glaube, ich weiß nicht, wo jetzt wirklich die virtuelle Realität aufhört und die reelle anfängt. Klar, es gibt irgendwann noch solche Indikatoren. Achtung, hier ist jetzt wirklich eine Wand, da darfst du nicht hinlaufen. Aber mit genug Aufwand kann man das ziemlich einfach umgehen. Das ist so, Motion Sickness und so weiter sind oftmals Probleme noch von dem Stand der Technik und von dem Stand der Programme, die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das klingt alles sehr spannend. Ich habe ja die ganze Zeit noch eine Sache im Hinterkopf und wahrscheinlich bin ich der Erste, der darüber nachdenkt, aber ich denke jetzt an Matrix. Und eigentlich ist diese virtuelle Welt, Menschen in dieser Welt in Anführungsstrichen gefangen halten, ja der erste Schritt dazu, auch Menschen von der realen Welt zu entkoppeln. Was? Wer wird gefangen gehalten? Naja, also wenn man mal an Matrix, Warcraft, sage ich nur. Ja, aber das wäre ja, also theoretisch könnte man ja sogar hingehen und tatsächlich Menschen aus der Welt entkoppeln, indem man ihnen so ein System aufsetzt. Wenn wir halt nur noch einen 8K-Bildschirm brauchen, um es reell wirken zu lassen, ein Raum, der 5x5 Meter groß ist, jetzt nehmen wir noch ein Raumschiff Enterprise, die es auch schaffen, auf 20 Quadratmetern eine ganze Welt zu simulieren, durch geschicktes Versetzen der Wänden, Vorgaukeln von Wänden und Ähnlichem. Mhm. Und man bewegt sich trotzdem immer noch auf den gleichen 20 Quadratmetern, ne? Dann lassen sich ja quasi so als gefährliche Fantasievorstellungen Menschen ja tatsächlich in solchen Welten gefangen halten. Ist das schon zu viel negative Science Fiction? Das ist, wie er schon gesagt hat, also es ist mit World of Warcraft, gab es das auch mit wesentlich weniger und einfachen Mitteln, hat man schon geschafft, Leute sozusagen vom reellen Leben zu entkoppeln. Die Gefahr ist bei sowas immer da. Und Virtual Reality, noch mit 5 bis 10 Jahren Entwicklungszeit drauf, ist eine wunderbare Technik, um das zu erreichen. Okay, dann freue ich mich eher darauf, als Vogel durch die Welt zu fliegen. Es ist denkbar, klar. Also wie jede Technologie, gerade in diesem Gaming-Bereich, es ist auf jeden Fall denkbar, dass man dort Menschen irgendwie wirklich komplett rausnehmen kann aus dem reellen Leben. Teilweise ist es aber auch so gewollt. Manche Firmen sehen viel mehr einen Vorteil in Nicht-Gaming-Bereichen, zum Beispiel in gesundheitlichen Kisten. Mhm. Also wie zum Beispiel jemand, der ans Bett gefesselt ist, der eine Krankheit hat oder der nicht viel reisen kann, sich darüber freuen würde, mit einer Virtual-Reality-Brille oder in Virtual-Reality irgendwo anders zu sein. Und das zum Beispiel ermöglicht VR ganz toll. Also man kann halt den Leuten auch sagen, okay, jetzt hier stehst du in London an der Tower Bridge oder hier bist du bei den Pyramiden in Ägypten und so. Und das ist ja im Prinzip eigentlich nichts anderes. Man sozusagen versetzt die Menschen irgendwo rein, wo sie drin sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch viele Leute, die es nicht persönlich können, super viel Spaß dran haben, da die Welt zu entdecken durch diese Möglichkeit. Also die Übergänge so, klar, man kann sagen, okay, wenn man mit ganz viel bösem Willen würde, Matrix ist auf jeden Fall damit möglich, aber das ist, finde ich mal, ein bisschen sehr dunkel. Ja, also das ist wieder nur gerade so, ja. Als negatives Spektrum ausgereizt, die Metapher, ja. Ach, ja, dann, schlechter als es ist. Entschuldigung. Wenn wir gerade beim Medizinischen sind, dann, oder Leute, die ans Bett gefesselt sind, ich habe auch gehört, medizinisch soll da was möglich sein, im Sinne von tatsächlich auch helfend, also nicht durch die Welt gleiten, sondern weiß nicht, was man sich so vorstellen muss. Man reist in Kameras durch einen Körper, wo es ein Problem gibt und kann ja, sich VR sich besser ansehen. Sowas gibt es auch, habe ich heute gesehen, gibt es auch für... Wir bereiten uns nicht vor. Natürlich nicht, niemals. An der Universität wurde es, also eine... für Mediziner wird es genutzt, um Operationen zu simulieren. Die müssen mit VR lernen, wie man eine OP durchführt. Dabei kann ja nichts kaputt gehen erstmal und dann lernen sie halt eben anhand der mit Hilfe der Technik und anderen Ärzten, die dann das beaufsichtigen, wie sie es machen und wie sie es richtig machen. Und da gibt es dann tatsächlich auch echte Widerstände. Also wenn irgendein Gefäß getroffen wird, virtuell, dann wissen sie direkt so, da dürfen sie nicht weiterschneiden und da müssen sie vorsichtig sein und so weiter. Also das wird komplett dann
darüber erst gelernt, bevor es an den echten Menschen geht, zum Beispiel. Und die können wohl auch, also die Vision ist, wie ich heute gesehen habe, dass man einen menschlichen Körper schon vor der Diagnose einmal durchleuchtet sozusagen, dass man die inneren Organe sehen kann und da schon sehen kann, was da vielleicht im Argen liegt. Also die haben ja so einen Tumor gezeigt in der virtuellen Realität, der war halt gelb und der Rest war normal, wie er eben aussieht. Und dann wussten sie schon direkt, wo liegt das Ding und wie müssen sie es behandeln. Und das ist so die Vision. Und ich habe gesehen, wie eine Frau, die Höhenangst hatte, dann psychologisch betreut wurde mit der Technologie. Also sie haben es mit dem Tetraeder, der hier irgendwo im Ruhrgebiet steht, simuliert. Bottrop, genau. Sie musste da erst so drauf gehen. Ich alter Ruhrgebietler. Ja. Sie musste da halt erst so drauf gehen, was sie nicht konnte. Sie hat nur ein paar Meter geschafft und dann war sie seelisch komplett fertig und musste abbrechen. Und dann haben sie mit zwei Therapeuten sie virtuell da drauf geschickt und sie musste komplett bis nach oben gehen. Zwischendurch haben sie gefragt, wie hoch ist deine Angst jetzt gerade und so weiter. Und sie hat es dann geschafft, komplett nach oben zu gehen. Dann haben sie das Ganze in die Realität übertragen und die Angst war weg. Also das geht auch. Und das finde ich auch wiederum sehr, sehr sinnvoll, dass man und schön, dass man das auch kann. Ne? Ja. Vielleicht ist nicht überall eine Location gegeben, wo man so eine angstabbauende Sache machen kann, meinetwegen. Ne? Und dann kann man das halt so machen. Das finde ich ziemlich gut. Ja, finde ich auch schön. Und ich habe irgendwie auch gehört, dass also wie du schon vorhin sagtest, je reeller das Bild aussieht, desto weniger denkt man dran, dass da noch was ist. Hast du ja vorhin schon gesagt, das finde ich also ziemlich spannend auch. Ich würde es auch auf jeden Fall mal gerne ausprobieren. So. Worauf wartest du denn bei VR jetzt? Was ist das Ding, wo du sagst, jetzt hole ich mir mein Heimsystem tatsächlich oder das möchte ich jetzt gerne sehen, dass das geht? Damit ich selber auch sicher bin, dass VR in den nächsten 12 Monaten einen richtigen Sprung nach vorne macht. Was wäre neben GTA 6 für dich der Meilenstein? Eine Sache, die ich auf jeden Fall sehen will, die auch schon wesentlich näher da ist, ist zum Beispiel Aufsätze für Virtual Reality Brillen, die Kabel entfernen. Mhm. Denn das ist für mich das, was mich mit am meisten gestört hat, was ich auch am schwierigsten fand, zu sagen, okay, dass ich mich ja mit einer Brille auf dem Kopf noch einigermaßen in so einem Raum navigieren kann, ohne dass ich übers Kabel falle, ohne dass ich halt von mindestens einem betreut werde, der mir die ganze Zeit die Kabel aus dem Weg räumt. Und es gibt solche Aufsätze, die es so mit Funksignalen dann an den Rechner senden und wieder zurück. Das wäre, glaube ich, das Erste, wo ich sagen würde, jetzt würde ich nochmal schwer überlegen, weil das eliminiert ein wirklich großes Problem. Die Killer-App ist leider auch immer noch eine etwas, worüber man nachdenken muss, so, weil das einfach etwas ist, weil man immer so das, ich habe so viele tolle andere Spiele, ich kann auch das spielen und so weiter. Und wenn es da irgendwas gibt, was du sagst, das ist so ein geiles Erlebnis, dann bin ich sofort dabei. Das ist eigentlich im Moment noch gar nicht so weit entfernt davon, dass ich es mir holen würde. Aber ich glaube, keine Kabel und ein Spiel, wo ich sage, so, that is it. Und es muss in deine Wohnung passen. Genau, eine größere Wohnung. Das ist aber ja an meinem Ende. Das, wo ich sagen würde, ich hätte gerne eine etwas größere Wohnung, um das zu nutzen. Auch gerade für meine Freundin, weil die nämlich besonders gerne damit gespielt hat. Die hatte tatsächlich? Ja. Also, ich meine, dass Frauen so für Technik in dem Sinne zu begeistern sind, ist ja auch eher selten. Deswegen bin ich gerade so hellhörig. Es ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Frauen ganz gut für Technik begeistern kann, man muss nur den richtigen Zugang finden. Bei Virtual Reality war es zumindest bei meiner Freundin so, dass... ich kann die Sims spielen. Das ist, genau, das ist zum Beispiel, das ist auch ein schöner Zugang, aber bei ihr war es so, dass sie total gerne halt in Natur ist und Bogen schießt. Also ich finde Bogenschießen total klasse. Und auf der HTC Vive gibt es eine Anwendung, der kann man Bogen schießen. Halt auf so ein Feld und man muss dann solche rankommenden Strichmännchen vor seinem Tor wegschießen, weil sie dürfen nicht durch das Tor. Also es ist so eigentlich so ein typisches, recht bekanntes Spielprinzip. Man muss halt so Wellen von Angreifern mit irgendwas wegmachen, damit sie nicht durch was auch immer durch können müssen. Früher mit dem Raumschiff. Genau. Wegschießen, ja. Und sie war dann immer in diesem, also sie hat das dann immer gespielt und sie hat das wirklich so nach dem Motto, ich knack jetzt eine Highscore. Und wo ich dann schon längst die Lust dran verloren hatte, habe ich sie dann gesagt, so, komm, ich will nochmal.
Okay, ja, cool, dann spielen. Dann habe ich immer zugeguckt, während sie da, wie sie da wirklich die ganze Zeit so mit den zwei Controllern, wie so ein Bogen, halt da die Menschen abgeschossen hat. Und das sah schon, cool. Sah schon gut aus. Aber da zum Beispiel schlägt ja auch die Brücke zu dem, was ihr gerade eben gesagt habt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein 1:1 übertragbares Training fürs Bogenschießen, aber es fördert zumindest so ein bisschen das Lernen vom Zielen. So, okay, wie hoch muss ich zielen ungefähr, wie ist der Abstand und dass man das halt einfach drauf hat. Und das, wie gesagt, das fand sie super und das hat sie auch sehr gerne gemacht, weil es was war, was sie interessiert hatte. Ich finde, wir könnten ja so einen Pavillon entwickeln, so einen, der extra die Größe hat dafür, dass man den draußen aufbauen kann und dann so einen Raum hat, wo man das macht, wenn man keine Wohnung hat, die groß genug ist. Ja. Wie realistisch ist es denn, dass man immer diese Kameras los wird? Wahrscheinlich schwierig, weil die Brillen ja sonst nochmal Kameras vorne selber dran haben müssten, um den Raum zumindest nach vorne und am besten auch noch nach hinten abzuschätzen und ähnliches, ne? Es gibt diese Sensorik schon. Das ist auch eine Technologie, die aktuell erforscht wird. Ich meine, es gibt ja auch Sensoren, die sozusagen die Position des Geräts im Raum durch, ne, durch Wellen und so weiter irgendwie Abstand messen können. Wenden, genau. Und ähnliches. Hm? Genau, das ist auf einer konzeptionellen Ebene schon angedacht, ich meine sogar schon halbwegs möglich, aber halt noch nicht in irgendeiner Weise marktreif oder ähnliches. Sprich, also da ist die, das ist, glaube ich, der nächste große Schritt, dass man viele von diesen Zusatzgeräten einfach wegschneidet. Und noch krasser wäre ja tatsächlich, wenn sich diese Welten in eine reale Umgebung flexibel einbauen lassen könnten. Also wir gehen ja momentan bei der Kamera-Variante davon aus, dass der Raum komplett leer steht. Genau. Kein Stuhl, kein Tisch, kein ähnliches. Und eine fantastische Transferleistung wäre ja, dass ich das Spiel quasi in der ganzen Wohnung spielen kann. Das Spiel sich aufgrund des Wissens, wie es in der Wohnung aussieht, so anpasst, dass der Tisch, an dem wir hier gerade sitzen, zum Beispiel ein Berg ist. Ja. Das heißt, also ich manövriere drumherum, weil es gerade jetzt ein Berg ist. Und wenn ich dann meinetwegen vom Schlafzimmer wieder zurückkomme, hier am Tisch vorbei, ist ja diesmal auf dem Rückweg kein Berg mehr, sondern inzwischen ist es halt Teil, könnte ein Auto sein zum Beispiel oder ähnliches. Ja. Also das wäre ja dann so virtuelle Realität 6.0 oder sowas wahrscheinlich. Oder GTA 6. Entschuldigung, aber das ist tatsächlich etwas, wir sollten denen nochmal Bescheid sagen, Rockstar Games, so wie hieß sie. Ja, genau, Rockstar Games, so Kinders. Wer weiß, was die schon alles planen. Ja, also da würde ich tatsächlich, die sehe ich dann virtuelle Realität hier, aber mein lieber Gesangsverein schon nicht. Wahrscheinlich. Du musst sowas, eigentlich darfst du sowas ja nicht sagen, ne, weil es klaut dir sonst jemand. Und zwar Rockstar Games. Ja. Zum Beispiel. Die Einzigen, wir haben die Ideen und können sie nicht umsetzen. Schade. Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen aufwendiger ist. Dann geht es auch nicht um die Größe der Welt, sondern dann geht es darum, Welten passend zu machen. Richtig. Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, ich muss jetzt mal fragen, hattet ihr schon mal so eine Brille auf? Die einfachen Varianten. Die einfache Variante, hat also mit Controller oder nicht? Also ich hatte die von Google hatte ich mit Controller. Genau. Okay. Und dann hatte ich tatsächlich auch die Oculus in der Hand. Da wurden mir immer nur Filme gezeigt, ja. Keine Spiele, sondern es war halt ein Raumschiff fliegt durch eine Galaxie und dann kannst du halt links und rechts gucken, irgendwie so Geschichten, auch mit Ton. War auch alles super, aber ist natürlich ein anderes Level, als wenn du wirklich ein Spiel damit spielst. Ja, vor allem das, worauf ich hinaus wollte, ist das Erste, was schon wirklich ein bisschen für jemanden, der es noch nie benutzt hat, wirklich, ich will mal mindblowing sagen, halt so ein unglaublich beeindruckender Moment ist, wenn dir jemand die Controller reicht. Weil nämlich die Controller sind absolut, also die Controller kommen dann irgendwann werden sie ins Bild gereicht, sie fliegen sozusagen in dein Blickfeld und du nimmst sie in die Hand und dann sind die Controller deine Hände. Mhm. Sprich, also du, ein Teil von dir, bis jetzt war es ja mal so, okay, man sieht einfach nur, man ist ein unbeweglicher Gegenstand im virtuellen Raum und man interagiert maximal mit der Eingabe von irgendwelchen Tastaturen oder mit so einem Gamepad, aber damit hat man wirklich, man greift mit den Händen, man fasst was an und so weiter. Das ist der erste Moment, wo man denkt so, wow, das funktioniert ja super toll. Und es gibt jetzt mittlerweile auch die Technologie, wo du einen Sensor an irgendetwas dran schraubst. Zum Beispiel an deine Füße oder an deine Beine. Sprich, dann hast du schon mal einen kompletten Körper im virtuellen Raum. Dann könntest du zum Beispiel, was viele Leute gerne machen, in Spielen, wo man kämpft oder so, dann schlagen die immer zu natürlich, aber wenn dann irgendjemand kommt, irgendwas Kleines, dann wollen sie auch zutreten.
Was natürlich nichts bringt, weil die Beine von einem Spieler natürlich nicht irgendwie im virtuellen Raum sind. Wenn man aber jetzt zum Beispiel eine dieser Dinge daran anbringt, kann man auch die Beine in den virtuellen Raum reinfügen. Mhm. Man könnte also heute mit genug Power schon so ein Spielfeld, so dein Zimmer könntest du schon zum Spielfeld machen. Du könntest dann zum Beispiel an diesen Tisch hier oder an den Stuhl, könntest du so einen Sensor dranhauen und dann wüsste die HTC Vive oder was auch immer, da ist ein Stuhl. Den kann ich jetzt mit einbauen. Das ist umständlich schon machbar. Aber so wie du es gerne haben möchtest, nach dem Motto, du baust einfach irgendwie so einfach wie ein Mikrofon oder so auf dem Tisch auf, das scannt den Raum, so wie den Science-Fiction-Film und sofort weiß das Gerät, da steht das und so viele habe ich. Das ist natürlich noch ein bisschen... Da bin ich schon sehr weit. Und dann ist auch die nächste Frage, wird es eine Brille sein oder sind wir nicht doch vielleicht irgendwann bei Hologramm? Genau, Holodeck ist eigentlich das, was viele Leute wirklich, wirklich als, also gerade auch aus der Branche und so weiter, wenn man mit denen darüber spricht, wo ist das Ziel, wo geht's hin? Das Holodeck aus Star Trek ist plus minus immer das, was alle sagen. Also können wir sowas erleben? Was ist deine, also das jetzt fußt auf keiner realistischen Einschätzung, aber wir sind ja jetzt auch noch alle sehr jung. Ja. Und wenn man überlegt, vor 20 Jahren hätte sich keiner vorgestellt, dass wir einen Computer in der Tasche haben, mit dem man das ganze Wissen der Welt innerhalb von Sekunden an jedem Punkt der Erde, außer in Kürten, abrufen kann. Nein, also Kürten steht nur symbolisch für Orte mit wenig Internet, also mit wenig Mobilfunknetz. Kürten heißt hier. Jeder kennt einen Kürten. Nein, aber tatsächlich hätte auch niemand dran geglaubt, das ist gerade mal 20 Jahre her. Du warst vor 20 Jahren Mr. Wichtig, wenn du ein Handy bei dir hattest. Ja. Vergisst man ja auch so ein bisschen. Und heute laufen die Leute mit einem Smartphone. Heute werden die Kinder damit geboren. Ja. 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 So, das ist jetzt so mal ein Entwicklungsschritt. Also können wir ein Holodeck erleben? Ja, definitiv. Also diese experimentelle Erfahrung, die ich da hatte auf der Gamescom, die haben mir erzählt, der nächste Schritt, den sie jetzt machen möchten, ist, sie möchten mehrere Spielfelder zusammenschalten. Es war schon so, dass man da mit vier Leuten gleichzeitig spielen konnte, auch recht Novum im Virtual Reality, weil Virtual Reality ist aktuell eine ziemliche One-Man-Show und eine ziemliche Isolationskiste. Das heißt, jeder muss sozusagen vor seinem Rechner zu Hause sitzen, dann könnte man es zusammenspielen. Mhm. Aber zum Beispiel mit mehreren Leuten in einem Raum gibt's noch nicht so richtig. Das hatten die halt schon da. Das heißt, ich war mit zwei anderen Mitspielern unterwegs. Und wenn man jetzt noch schafft, diese Spielfelder, wo vier Leute sind, mit mehreren Leuten zusammenzuschalten, dass man also irgendwie 16 oder 12 Leute und halt durch schlaue Berechnung der Wände und so weiter, so wie eine große Arena hat, da wären natürlich Teamspiele möglich. Das wäre schon, das ist plus minus anderthalb Schritte vom Holodeck, würde ich sagen. Okay, ich gebe denen 10 Jahre. Ich wollte gerade sagen, in 10 Jahren machen wir nochmal Sendung oder so. Ich wollte gerade sagen, 10 Jahre ist, glaube ich, so ein sehr realistischer Zeitraum, wo man sich nochmal zusammensetzen kann, sagen kann, okay. Wo ist der Weg lang gegangen? Genau, genau. Ja, dann können wir nochmal drüber lachen. Haha, 3D-Fernseher. Das setzt sich ja nicht durch. 3D-Fernseher tatsächlich nicht. Das hat sich, ich glaub, ja gar nicht, vorbei. Das hat sich ja gar nicht durchgesetzt. Ich glaub, das war also zu aufwendig. Für meinen Begriff jedenfalls nicht. Das ist aber auch was zum Beispiel Virtual Reality immer noch ein bisschen treffen könnte. Also auch wenn ich jetzt so, oder wenn wir jetzt hier so euphorisch darüber sprechen, es gibt auch noch genug Leute in der Branche, die sagen, es wird, also jetzt gerade im Gaming-Bereich ist es vielleicht was, wo man sagen würde, es ist vielleicht nicht fürs Gaming gemacht. Vielleicht ist nicht Gaming des Rätsels letzte Lösung, sondern es ist vielleicht eher diese Lernaspekte, die da vorkommen. Auch Porno, wie wir es schon gesagt haben, ist eine große Kiste, wo wahrscheinlich sehr viele Leute auch viel bereit wären, viel Geld zu investieren. Es ist aber noch nicht 100%, also deswegen nochmal zurückzukommen auf die Gamescom-Kiste, da ist im Moment so ein bisschen nach dem ersten Hoch geht es jetzt so langsam wieder runter, wo man sagt so, doch nicht alles Gold, was glänzt. Aber gibt es nicht diese Kurven von Neuentwicklungen? Genau. Ja. Also es gibt einmal so ein Plateau oben. Ja. Also den ersten Hype, dann runter und dann gibt es noch eine ganz große Kurve nach oben. Genau. Wobei man VR noch nicht so sicher ist, an welcher Stelle man sich da gerade bewegt, weil die wird ja schon ein bisschen länger wieder durchs Dorf getragen. Aber eigentlich könnte man jetzt meinen, man ist auf der zweiten Kurve vielleicht auch ganz oben. Und jetzt kommt so langsam der Punkt, wo es ein bisschen abflaut, um dann anschließend kontinuierlich nach oben zu gehen. Im Idealfall. Ich würde argumentieren, dass zu sagen, okay, wir sind jetzt langsam Richtung Tal, erstes Tal halt, so nach dem Motto, erster Hype ist vorbei. Und wie schon gesagt, wenn jetzt die Killer
Killer-Applikation um die Ecke kommt, die Killer-Anwendung, alle legen sich zu, weil über Mundpropaganda hat sich dieses Spiel als das Beste herausgestellt oder diese Anwendung, das ist super, und dann hat das jeder zu Hause und dann hat es jeder gespielt und hat gesagt, cool, was kommt jetzt? Und dann geht's wieder runter, weil ja da nichts mehr kommt, und dann fängt man wahrscheinlich irgendwann an, konstruktiv mit dem Ding zu arbeiten. Aber ich muss gestehen, die ganzen Bereiche im Business-Bereich, also wie gesagt, mit Ärzten, mit der Armee, mit Airlines und so weiter, die ihre Piloten darüber antrainieren, das ist ein Bereich, der wird wahrscheinlich sehr viel ruhiger vonstatten gehen, wahrscheinlich aber auch kontinuierliche Entwicklungen mit sich bringen. Vielleicht stirbt es im Gaming-Bereich aus und es wird irgendwann später wieder aufgegriffen, weil sich in den Bereichen, in den Business-Bereichen halt als, ja, sinnvoll, praktisch, genau, ja. Wenn ich auch an autonome Fahrzeuge denke und ähnliches, wenn die eine Betriebsstörung melden und es sind autonome Fahrzeuge, könnte ja so eine VR-Brille das verlängerte Auge eines Servicetechnikers sein, um zu gucken, welche Betriebsstörung gibt es hier gerade, also autonom fahrende Straßenbahnen, Busse, was auch immer da alles in Zukunft auf uns zurollt, könnten diese Brillen ja auch das Ding sein, dass man halt guckt, was hat das Computersystem für ein Problem, was meint es zu sehen, wo es ein Problem hat, und ein Mensch schätzt dann nochmal über VR ein, ist kein Problem, oder 30 Zentimeter zurück, 2 Meter links, ja, geradeaus, die Tour geht weiter, machen kann. Interessant. Ein großes Thema. Ein großes und spannendes Thema, was ich natürlich wie immer am Anfang nicht so groß eingeschätzt habe. Dadurch, dass ich öfter Business Punk lese und da auch schon oft solche Themen vorgekommen sind, dachte ich so, wo fängt man da überhaupt an? Aber ist gut. Ja, ein fantastischer Rundblick. Ein schöner Einblick. Genau, richtig. Finde ich. Und den können wir nur vertiefen, indem wir deine spontanen Assoziationen zum Thema... Richtig, denn wir spielen ein Spiel. Mit reinnehmen. Das ist relativ einfach. Ja. Wir geben dir jetzt Begriffe und du darfst in einem Wort, einem Satz einfach spontan sagen, was dir dazu einfällt. Das kann lang sein, es kann kurz sein. Ich kann das nächste Mal auch so schreiben, dass andere Leute lesen können. Und gucken einfach mal, was dabei rumkommt, wenn dir spontan was einfällt. Hier kannst du auch gerne... Da bin ich immer gespannt. Ja, das Ganze nennen wir schlicht und ergreifend... Mein Wort, dein Wort. Und das erste Wort, meine Damen und Herren, das erste Wort lautet überraschenderweise Realität. Oh. Das ist zu naheliegend. Existiert. Wir haben dich leer gequatscht. Wir haben dich leer gequatscht. Es tut mir so leid. Wir haben dich leer gequatscht. Es kommt nicht nochmal vor, versprochen. Es existieren mehr als eine Realität, weil das war meine Erfahrung, die ich hatte, nachdem ich in diesem großen experimentellen Spiel drin war, hatte ich wirklich lange Zeit, das zu verdauen, zu sagen, okay, wo hört jetzt das Spiel auf und wo fängt jetzt die Realität an? Coole Idee. Und wenn du jetzt noch oben drauf setzt, dass nochmal jeder seine eigene Realität der Welt hat, ja, aufgrund seiner eigenen Sichtweisen, Erfahrungen, und dann wird's komplett. Dann machen wir eine neue Folge über Philosophie. Ja, es wird gerade philosophisch, es tut mir leid. Aber wir können gerne weiter philosophisch werden mit Begriff Nummer 2. Ja, Zukunftsangst. Gibt's nicht. Also zumindest bei mir nicht. Ja, als Tech-Journalist sollte man die auch nicht haben. Bin ein absoluter Optimist, was die Zukunft angeht, gerade von Technik und so weiter. Aber auch einfach, weil ich das Gefühl habe, dass wir als Menschen sie beeinflussen können. Die Angst davor, dass die Technik einen übermannen, ist... Also kein Elon Musk. Ich glaube, nein. Oder Putin hat ja heute, kurze Anmerkung der Redaktion, 5. September, Putin hat ja heute auch nochmal davor gewarnt, dass zu viel Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, gerade im militärischen Einsatz eine große Gefahr für uns alle werden könnte. Elon Musk, der Erfinder der Tesla-Autos, hat das auch kürzlich nochmal gesagt. Und ihm angeschlossen hat sich auch der Google-Manager oder Alphabet, ich weiß es gerade nicht mehr, wer von beiden, vielleicht auch beide, irgendjemand hat das aus der Führungsriege auch nochmal gesagt, da müssen wir echt vorsichtig sein, dass wir da nicht unseren eigenen Untergangsgegner wählen. Was ich ja auch vollkommen unterstütze, ich sage ja auch, dass man eben keine Grenzen setzen soll, nur man soll halt nicht davon ausgehen, dass wenn man das bedacht und
mit einem guten Idee im Kopf weiter spinnt, dass man dann halt seinen eigenen Untergang per se entgegen galoppiert, sondern wenn man das wirklich schlau macht, dann glaube ich, kann man das schon alles irgendwie hinkriegen. Ich habe da sehr viel Optimismus. Gucken, ob wir den mit dem nächsten Begriff bremsen können. Oder wolltest du gerade was einführen? Ich glaube einfach, dass man auch über kurz oder lang einfach stehen bleiben wird. Weil ich meine, wenn man jetzt schon sieht, wie gefesselt man ist ohne Internet zum Beispiel, dann Auf jeden Fall. Also das ist ja nur ein Beispiel, aber trotzdem ist das auf Zukunftsangst folgt offline. Oh. Ein Zustand, den ich fast nicht mehr kenne. So schlimm es auch ist, aber da ich auch gerade als Online. Flugzeug? Ja, gut, natürlich. Das sind solche Inseln des Offline-Seins. Der Qual. Das ist vielleicht mal, das ist so wie, okay, jetzt bin ich mal für ein paar Minuten offline und wenn ich irgendwo wandern gehe. Ein paar Minuten, das heißt, Langstrecke ist nicht oder nur in Flugzeugen mit WLAN. Richtig. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich wandern gehe und so weiter, dann ist natürlich auch das Problem da. Das ist natürlich auch immer so, dass man dann keine gute... In Kürten zum Beispiel hat man dann halt auch kein mobiles Kürten. Und das ist dann, das ist natürlich da und das ist nicht schlimm, aber so für meine Tagesgestaltung ist es unglaublich schwer mittlerweile geworden, offline zu sein. Auch beruflich, ja. Wenn ich beruflich offline bin. Tja, fahr einmal IC in Deutschland und du weißt Bescheid, ne? Ja, es ist aber eine Katastrophe. Also gerade irgendwie, wenn ich im ICE arbeite und ich bin ja als Online-Journalist, bin ich ja auch jemand, der wirklich das als seine Arbeitsmethode Nummer eins hat. Wenn ich dann nicht zum Beispiel irgendeinen Text schreibe und ich versuche schon so mit möglichst wenig Internet auszukommen, komme ich doch irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ah, das müsstest du googeln. Ja. Mhm. Da müsstest du dich darüber informieren. Fahre kein Intercity. Genau. Oder arbeite nicht in Kürten. Deswegen sage ich ja, man ist ja schon ohne Internet teilweise nicht lebensfähig heutzutage. Echt so. Nächstes Wort. Brille. Ich bräuchte eine. Tatsächlich? Ja. Wie schlimm ist es? Wenn du dich jetzt damit selber in Gefahr bringst, was deinen Führerschein angeht, also sprich, du musst eine Brille tragen, dann verweigere einfach die Aussage. Nein, ich hatte immer, also ich habe, glaube ich, gar nicht so schlechte Augen. Führerschein wird es wahrscheinlich nicht irgendwie relevant sein, aber gerade so bei längerem Gucken auf dem Bildschirm. Und, ich muss nochmal auf meine Freundin zurückkommen, die hat halt Adleraugen. Also im Vergleich zu ihr habe ich das Gefühl, ich bin halt blind. Aber wenn ich mich dann wieder mit anderen Leuten vergleiche, die auch so viel vom Rechner sitzen und auch arbeiten wie ich, da ist es dann wieder in Ordnung. Aber sie hat halt so gute Augen und da fühle ich mich dann immer so, ich brauche eine Brille. Schade. Vielleicht hilft ja hier eine VR-Brille. Ja, schicke Klopfer. Braucht ihr Brillen? Habt ihr Brillen? Ich habe Kontaktlinsen. Kontaktlinsen, schon sagte, genau, ja. Aber da habe ich das gleiche Problem wie du. Einfach mal öfter die Augen zusammenkneifen oder tatsächlich, was auch geht, aber soll man euch so viel machen, ist hier innen drin auf die Tränendrüse ein bisschen drücken. Das sieht aber nicht gut aus, was du da machst. Aber da kommt tatsächlich Flüssigkeit raus. Ah, schön, ja. Das benetzt ein klingt aber trotzdem nicht gerade gesund. Naja, ein bisschen ausbringen. ist aber ein guter Tipp. Also okay. Hier sogar mit einem sinnvollen Tipp fürs nächste Mal, wenn ich wieder lange arbeite. Vielleicht mal 5 Minuten Bildschirmpause machen und auf den Balkon gehen. Alternativ dazu wären Augentropfen die richtige Lösung. Gibt's ja extra für angestrengte Augen, Augentropfen, auch für Leute ohne Kontaktlinsen. Ja. Also ich brauche keine Brille. Ich hatte mal als Kind eine Brille, weil ich in der Schule immer Kopfschmerzen hatte. Aber seitdem brauchte ich keine mehr, jetzt brauche ich auch keine mehr und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich unbedingt einen brauche. Also ich glaube, ich kann ganz gut sehen, dafür höre ich nicht mehr so gut. Nee, sag ich zu, ich höre relativ schwer. Sagt der Nachbar auch. Ich merke. Was soll das heißen? Laute Musik. Die halt nur, weil sie im Bad ist. Mein kleiner Spaß nur. Letzter Begriff hatten wir heute auch schon. Ja. Soll ich es sagen? Bitte. Ich habe nämlich noch ein Wort, von daher kannst du es ruhig sagen. Augmented Reality. Interessant. Das ist, interessant ist auch ich weiß, was interessant der Mülleimer. Ja, so das schwingt schon das Richtige mit. Ich finde zum Beispiel Augmented Reality nicht ganz so spannend wie Virtual Reality. Weil?
weil es in meinen Augen aktuell noch ein bisschen noch mehr Gimmick ist als Virtual Reality. Mhm. Das Problem ist klar, Apple und Microsoft und Google, die haben alle ihre Anwendungen, aber bis auf irgendwelche virtuellen Blumentöpfe auf den Tisch stellen oder irgendwelche virtuellen Figuren zu sagen, neben mir auf einer Bank sitzen lassen, ist da halt nicht viel an sinnvollen Inhalten drin. Mhm. Und das ist zum Beispiel was ich bei Virtual Reality wesentlich näher sehe. Wo ich sagen würde, das ist sinnvoll. Bei AR, es gibt sehr viele Leute, die schwören auf AR, das ist die neue Kiste, auch gerade mit zum Beispiel Pokémon Go, wo auch immer fälschlicherweise gesagt wird, es wäre AR, obwohl es das gar nicht so ist. Wenn es danach geht, ist ja eigentlich sogar eher Virtual Reality, nur angepasst an das Umfeld, ne? Genau. Also ja. Das, was ich eigentlich hier haben wollte mit dem Tisch, der als Auto oder Berg in meiner virtuellen Welt dargestellt wird, damit ich halt drumherum laufe und nicht dagegen laufe, ist Pokémon Go ja auch einfach nur ein Abbild meiner Wirklichkeit, aber in einer Comic-Welt. Also es ist ja, die Straße da sieht ja nicht genauso aus, wie ich sie sehe auf dem Das Problem ist mit Leuten, ich hatte da mal eine Reportage, eine etwas längere zu geschrieben zu Pokémon Go und zur Technologie dahinter AR und viele Leute, die sich wirklich mit AR beschäftigt haben, die sagen halt, das ist wirklich einfachstes AR. Das, was ich zum Beispiel ganz am Anfang erwähnt hatten, die IKEA-Kiste. Mhm. Das IKEA, dieses Möbel in den Raum bringen. Das hat die IKEA damals schon per App gemacht. Und das ist auch das Gleiche, was Pokémon Go in Anführungszeichen zum AR-Game macht. Und zwar die Möglichkeit, das Pokémon über die Kamera in die reale Welt einbinden zu lassen. Ja, aber das ist noch nicht mal richtig. Also es liegt ja wirklich nur drüber. Genau. Das ist also wenn das Auto da steht, dann ist das Ding halt im Auto drin. Genau, richtig. Und das ist eigentlich das Einzige, was man wirklich sagen würde, das ist AR. Und das ist halt schlecht gemacht, weil es ist im Auto drin. Es steht nicht auf dem Auto, es ist im Auto drin. Ja. Das andere, zum Beispiel, dass die Welt die Welt, in der wir wohnen, sozusagen mit Pokémon-Stops und Arenen ausgestattet wird, das ist eher, hat einen anderen Begriff, das heißt dann Geolocation-Based. Das heißt, es geht halt einfach darum, dass die Welt sozusagen jetzt nochmal in den virtuellen Raum gehoben wird. Ingress war ja eigentlich der Vorläufer von Pokémon Go. Das merkt man übrigens auch daran, wenn man die Pokestops mit den Ingress-Portalen vergleicht, dann sind das zufällig immer, also überall da, wo ein Ingress-Portal ist, ist auch ein Pokestop. Also das heißt, da wurde schon angefangen mit zu sammeln. Ja, ich schmeiße gerade mit Spielen um mich rum. Ich habe tatsächlich Ingress eine Zeit lang gespielt, was tatsächlich schön war, als ich mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren bin, solche Portale zu erobern und so. Hat mich aber nicht schlanker gemacht. Und weißt du, was der Vorgänger davon war? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Geocaching. Und das ist etwas, was man noch viel eher machen könnte. Ja. Da muss man nämlich noch seinen Körper nach, also mein gut, das muss man jetzt auch, aber jetzt, da muss man noch richtig was für tun. Für sich tun. Und für das Blatt Papier, was man unterschreiben will. Ja, also dann ab zum Geocaching und virtuelle Realität. Da hab ich mal gemacht. Eins. Mal mitgemacht. Das ist ziemlich cool. Wir haben das auch öfters mal gemacht. Das ist echt spaßig. War ganz witzig. Ja, okay, kann man mal machen. Kann man auf jeden Fall an Orte, die man vorher nicht gesehen hat. Ja. Und man sieht sie nochmal mit ganz anderen Augen. Richtig. Mein letztes Wort wäre Tetris. Gute Erinnerung. Nicht wahr? Ich muss auch gerade an Super Mario denken. Ja. Automatisch. Ich liebe Super Mario. Ja, war auch sehr schön. Ich möchte Nintendo haben. Ich muss vielleicht an Tetris noch eine Sache dazu sagen. Ich muss an Tetris auch immer an meine Oma denken. Warum? Meine Oma ist, es hat nichts mit Tetris selber zu tun, aber es gab damals für den Game Boy Dr. Mario, so ein Tetris-ähnliches Spiel. Und, mit Pillen, ja. Genau. Und Computerspiele haben in der Familie von meinem Vater eine lange Tradition. Meine Oma spielt heute noch. Die hat halt mit dem Super Nintendo, mit dem Game Boy angefangen. Und die schafft Super Mario, Dr. Mario, so heißt es richtig, irgendwie auf Schwierigkeitsstufe 99. Halt, also da ist alles voll mit Bakterien und so weiter. Bis oben hin spielt die in einem Rutsch durch. Wo du da so denkst, so, oh, hallo, das könnte ich nicht. Aber die ist da, die hat das halt immer mal wieder gespielt. Das ist so für sie ist so immer eins der Spiele gewesen, die sie immer mal wieder reingeschmissen hat in den alten Game Boy. Und das war sehr beeindruckend. Was auch zeigt, dass Spielen keine Sache des Alters ist, ne? Nein, auf keinen Fall. Also. Mit einer solchen schönen Perspektive. Spielen bis ins hohe Alter. Und der Daumen geht nach oben. Kommen wir zur großartigen letzten Runde.
Wer mehr über dich erfahren möchte, deine Artikel lesen möchte oder aber auch mit dir in Kontakt treten möchte, kann das wie am besten tun? Er kann es vor allem auf der Seite machen, also auf dem Online-Magazin, für das ich schreibe. Mhm. Das nennt sich insight-handy.de. Da bin ich Autor und mache auch den YouTube-Auftritt und so weiter. Da kann man mich auch in voller Pracht genießen, wenn man das möchte. darüber hinaus... Klicks gehen jetzt hoch. Ja, hoffe ich doch mal. Nein, da beschäftige ich mich dann mehrheitlich eigentlich mit dem Thema Smartphones, aber auch immer ein bisschen mit VR. Alles andere, Social Media, ist auch vertreten bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Einfach nach dem Namen David Gillengärten suchen. Davon gibt's sehr wenige auf dieser Welt. Da findet man mich dann ziemlich gut. Falls es noch hilft, der mittlere Name ist Alexander, also David Alexander Gillengärten, da findet man mich auf jeden Fall überall. Was ist Hildegard? Nicht Hildegard! Das habe ich die ganze Zeit falsch verstanden. Betrug. Ich habe mal Hildegard gesagt. Lügenpresse. Lügenpodcast. Wie Maria, nur eben Hildegard. Genau. Wir werden alles im Blogpost verlinken, natürlich, wie immer. Genau. Ihr findet also alles dementsprechend auch unter ausgangpodcast.de und weitere Folgen, neue Serien und was auch immer noch kommen mag und wird und auch war, findet ihr ebenfalls unter ausgangpodcast.de. Genau, wir hören uns in 10 Jahren wieder und sehr gerne, spätestens. Sehr gerne. Wenn wir nicht vorher nochmal eine Sendung über Hackbraten machen. Hackbraten, sehr lecker. Lecker. Super, dann vielen Dank. Jetzt wollte ich Alexander sagen, es ist ganz, ganz schlimm mit mir. David, machen wir über David, ist besser. Vielen Dank, David. Einen guten Abend, gute Nacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, fand ich auch. Guten Abend, gute Nacht. Bis bald da draußen, wann und wo ihr uns auch immer gehört habt. Bis dahin, ciao. Ciao. Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei radio.de, TuneIn.com, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.